Hallo Leute, willkommen zurück zu Overlord. April abgebrochen, wir machen weiter. Wir werden hier was vormachen. Ey, gute Idee, mach die Dinger kaputt. Finde ich auch. Sieht so aus, als ob ein unachtsamer Halbling das Rad beschädigt hätte. Ihr müsst die fehlenden Speichen finden, damit ihr es verwenden könnt. Oh Mann, ey, ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, wo ich am besten jetzt zuerst anfangen sollte. Wir machen erstmal das Tor Nummer 2 auf. Sieht vielversprechend aus. Ah, Halblinge. Schnappt sie euch. Ich will mal sagen, Wildlinge. Ich bin viel zu sehr im Game of Thrones Fieber, könnte man sagen. Okay, hier, das kann man aufmachen. Müssen wir einmal drumherum? Dann tun wir dies. Okay, hier schlafen sie wieder. Eigentlich möchte ich den auf die Mütze hauen. Schnappt sie euch! Ermordet sie im Schlaf! Es darf keiner überleben. So. Der Rest ist nicht aufgestanden. Sehr interessant. Naja, so mehr oder weniger. Die haben auch komische Augen, die Halblinge, muss man sagen. Was ist mit ihren Augen? Sind die irgendwie besessen? Oder vielleicht sind sie einfach wirklich nur im Grunde bösartig. Hat jemand schon mal von euch einen Halbling richtig gesehen? Habt ihr das? Vielleicht gucken die ja wirklich so. Ach, da liegt noch was. Da liegt noch was. Einsammeln. So. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier so? Hey, Halblinge, wie unerwartet. Das ist verdammt groß hier. Ah, da ist so ein Ding, was ich brauche. Sehr gut. Obwohl, warte mal, ich kann ja erst... Hier sind wieder die Dinger drinne. Die können sie ja erlegen und dann sich ausrüsten damit. Finde ich lustig, finde ich lustig, finde ich lustig. Habt ihr euch? Das ist schon einsame für mich, ja. Oh, sind die schon los? Sind die schon los? Ey, wartet auf mich! Ich bin euer Overlord! Wo sind die jetzt hin? Sind die schon so weit zurück? Tatsache. Wo waren die jetzt? Da komme ich ja noch nicht lang. Hack, wo seid ihr? Habt ihr das Ding hingebracht? Ah ne, okay, ich hab's. Die haben schon dran gestöpselt. Sehr gut. Kommt die hier durch? Nein. Naja, hätte ja auch, wäre auch zu schön gewesen, das. Was ist jetzt hier? Was für ein wundervolles Exemplar. Sicherlich über Jahre hinweg gezüchtet. Man möchte es am liebsten zerschmettern. Ah, fuck, ich hätte nur einen Opfer müssen. Egal. Das sind meine zwei neuen Freunde. Ja, das möchte man tatsächlich. Oh, das hält aber aus. Ah! Ja, das sind wieder diese ganzen... Ja, da sind sie wieder. Stellt das Gebäude. Okay, das ist wieder so ein Turm. Das sieht, das ist eins von diesen Dingern, die ich gut benutzen könnte. So. Stirbt das Gebäude? Stirbt das Gebäude, habe ich gesagt. Weiter. Sehr gut. So, und jetzt dieses Totem, bitte. Oh, eine
Objekte. Ich mag auch Objekte, mit denen kann man immer so viel anfangen. Schön zurückbringen, schön langsam. Lass nicht überstürzen, Leute. Lass nicht überstürzen. Wir wollen doch nicht, dass das hier in Brüchen geht. Schön langsam. Nicht schwächeln. Hey, seh dich da drüben. Es ist ja auch wieder dementsprechend ein weit. Nee, das ist gar nicht so weit diesmal. Ah. Sehr gut. Ah, rein damit. So. Das haben wir dann auch. Und ich wäre froh, wenn ich so weit zählen könnte. Aber das ging gut. Da glaube ich. Ich habe jetzt 15 von denen. Was geht ab? Ich bin halt over, ey. Ob ich den Weg jemals jetzt wiederfinden werde? Scheiße. Da lang? Nee. Wo war das jetzt? Ach, hier war es, genau. Hier bräuchte ich noch den zweiten Stab der Weisheit. Für einmal am Rad drehen. Gut. Schauen wir mal nach rechts. Ich glaube, hier war ich auch schon. Ja, 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 habe ich. Ach Gott, ey. Da muss ich ja auch wieder da hoch. Und hey, hier kann ich auch noch mal ein paar von den Kumpels holen. Ich glaube, es wird später halt einfach wesentlich komplexer mit den verschiedenen Viechern. So wie komplex hier gerade dieser Weg ist. Oh Gott, ey. Na, 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 na. Das, aus der Ferne sah es jetzt aus wie eine Spinne. Ah! Aha! Ist interessant. Alter, Kurbeln! So, ein paar welche. Macht mal hier unsicher. Okay, weiter geht's. Ich komme ja leider. Ich muss ja einmal im Kreis drehen. Es ist toll. Ich bin eigentlich ein Overlord. Wieso kann der Overlord nicht von irgendwo runterspringen? So over klingt das dann aber irgendwie nicht. Hm. Aber wir haben es ja fast geschafft. Ich hoffe mal, das hat mir jetzt auch irgendwie was Großartiges gebracht. Das hoffe ich halt wirklich sehr. Das war jetzt ein ziemliches Rumgeeiere. Da ist der andere Stab der Weisheit und hey, hier wird doch wahrscheinlich die Lampen angehen. Oh, sag mir nicht, ich muss das alles aus der Ferne jetzt hier machen. Oh, das ist ja mies. Mann, ich bin der Overlord. Das ist nicht in Ordnung. Ihr könnt mich doch nicht ausgrenzen. Achso, stimmt ja, ich kann die auch lenken, ne? Oh, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Danke. Zack, 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 zack. So, einmal durchprügeln. Ich habe dann das Lenken gar nicht mehr so wirklich gedacht. Lasst meine Schergen in Ruhe. Los, rächt euch. Stürmt die Gebäude und raucht mal ordentlich da drinnen. So, achso, nee, dann muss ich einmal hier so drumherum. Gut, war das so? Nein, 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 hier runter, runter, runter. Da kommen sonst noch etliche mehr. Zack, 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 zack. Da rein, sehr gut. Und jetzt hier rein. Perfekt. Gut, der eine bringt jetzt das Ding zurück. Das ist sehr gut. Ihr habt das rote Rad repariert. Jetzt erstmal wieder den ganzen Weg zurückklatschen. Juhu. Da ist es. Gut, jetzt benötigt ihr 12 Schergen, um es zu drehen. Ha! Nichts leichter als das. Bereit und los! Ah, die sehen lustig aus mittlerweile, was die für Ausrüstung haben.
Ihr wollt mich jetzt verarschen. Das fühlt sich ziemlich anstrengend an, der Ort hier. Automatisch gespeichert. Rockt man hier ein bisschen auf. Das ist halt wieder mein Teleporter, ja. Okay. Ich frage mich, ob das noch so gang und gäbe hier sein wird, dass ich wirklich solche, doch mehr oder weniger Dungeons mit durchbrücke. Ist natürlich eigentlich auch eine coole Idee. Wir haben das Nest gefunden, Herr. Vorsicht! Schreckt sie nicht alle auf einmal auf! Sonst stecken eure Schergen innerhalb kürzester Zeit in einem Topf. Schergentopf. Habe ich mir auch schon überlegt zu machen, aber... Okay. Wie machen wir das hier am besten? Oh Gott! Hier sind ja jede Menge Sachen, ey. Okay, stimmt die Booten? Okay, ihr habt da. Gut. Oh Gott, die werfen schon. Hier sind die Partycrasher. Woo. So, kleinen Moment, ich bin gleich bei euch. Ich habe bloß weite Wege zu laufen, das ist alles. Au. Alter. Und ich komme hier nicht runter. Oh, ist das mies. Oh, ist das einfach nur mies. Okay. Geh ich jetzt hier von der Seite rein. Attacke! Los, meine Schergen! Ah. Vorwärts! Und wenn ein paar Menschen sterben, ist es nicht so wild. Oh Gott, ich verliere meine... Oh Gott. Nein, ich brauche noch ein paar. Ich brauche ein paar. Nein, ich habe nur noch zwei. Wo war das Ding? Okay, es sind doch mehr Halblinge als erwartet. Ihr freut ihr euch, dass ihr gewonnen habt? Ihr wartet ja erstmal ein Feuerball ins Gesicht. Auf in die Schlacht! Ihr habt die Menschen getötet! Wie könnt ihr nur? Die habe ich noch für große Pläne geplant. Ihr Monster. Was ist mit dir los? Au. Alter. Die ganzen Menschen sind tot. Was fällt euch ein? Ihr Monster! Frodo war nie gut. Haut mal hier erstmal auf, ja? Oh, ich krieg sogar Leben. Ah, die können auch... sieht das Zeug da oben, oder wie? Ach. So, da ist eine Kurve, werde ich auch wahrscheinlich gleich rangehen. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel Teller. Ich mag keine Teller. Ich habe zum Beispiel einen Teller, der ist viel zu klein. Da passt kein Monster-Döner drauf. Kommt schon, schnappt ihr euch. Okay, könnte ich jetzt viel davon wahrscheinlich machen. Frage ist, will ich das jetzt auch wirklich tun? Ist das euer Ernst? Also ich fühle mich jetzt aufgrund dessen nicht so wie ein Overlord. Ich komme die scheiß Wege hier nicht hoch. Meine Schergen schon. Los, tötet Äpfel. Habe ich jetzt echt Äpfel getötet? Ich habe mir noch ein paar Schergen. Mit paar meine ich wirklich zwei. Dann würde ich mal sagen, die Musik ist sogar aus. Jetzt wird spannend, Leute. Jetzt passiert was. Habe ich das Gefühl. Das war nur so ein Gefühl. Warte mal, ich muss an die Kurbel. Gleich passiert was. Moment. Hier, Leute. So, einmal drehen. Perfekt. Der, wie er schon sagte, ich glaube, wir haben das Nest entdeckt. Ah, hier scheint doch irgendwas aufzutauchen später. Oh mein Gott, es ist der Koch!
die Wurzel allem. Die Quelle des... der Verderbnis. Ja. Schnappt ihn euch! Ha! Feuerball in dein Gesicht! Los, meine Schergen! Ha. Vielleicht gibt es mehrere von ihnen. Oh mein Gott. Die Verderbnis muss jetzt ziemlich stark sein. Hey, da ist noch eine Truhe, Leute. Leute, ja, Truhe, bitte machen. Wenigstens sein, aber übernimmt's. Sehr nett, danke. Könnt ihr das hier irgendwie wegräumen? Nee. Oh Gott, es sind wirklich mehrere. Wie können die bitte überleben, wie die laufen? Habt ihr euch mal die Animation gerade angeschaut? Schnappt ihr euch! Und weiter! Ah, er hat sich wohl verbrannt. Okay, ich glaube, ich muss da hinten hin. Ah, da liegt doch was, Leute. Sammelt's mal bitte ein. Und kommt bitte damit wieder zu mir. Oh, habt ihr es gehört? Für den Overlord. Das ist putzig. Irgendwie kam das jetzt wirklich so vor, ich wäre zu fett. Oh, was haben wir hier? Hä? Achso, warte mal. Drecksviecher. Ah, auf. Hoppala. Kann ich da Mana mir generieren? Tatsache. Cool. Finde ich in Ordnung. Aber warum ausgerechnet Mana? Okay, hier ist jetzt die Küche gewesen. Vielleicht gibt es noch einen Overlord-Koch. Erstmal hier. Da ist das Essen. Eure Schergen tragen es für euch, Meister. Hier ist noch mehr als nur das Essen. Ja, räumt mal auf, Leute. Jede Menge Krimskrams. Es geht ab. Okay. Gut. Alle wieder zu mir? Achso, verdammt, jetzt habe ich auch Tiere angeholt. Okay. Ihr habt es gefunden. Rauschingen ist gerettet. Vielen Dank. Wenn ihr das Essen einfach hier abstellen könntet, wir bringen es nach Rauschingen. Dieses Essen würde euch eine beträchtliche Menge an Lebenskraft einbringen, Herr. Eine Lebenskraft? Ihr könntet ihnen das Essen überlassen. Geht einfach zu der Plattform und lasst eure Schergen das Essen dort ablegen. Wenn ihr richtig... Okay. Ein großzügiger Akt. Hoffentlich belohnt euch Rauschingen dafür. Ihr habt dem fetten Bauern selbstlos das Essen zurückgegeben. Selbstlos möchte ich darauf hinweisen, ja? Okay. Damit könnte ich jetzt eigentlich wieder rausrennen. Den ganzen Weg. Das ist halt echt nicht ohne hier alles zu laufen. Das ist ein weiter Weg. Obwohl, war hier nicht irgendwie so eine Art Teleporter oder so? Ich glaube, es kann. Ich gehe mal wieder zurück zur Basis, glaube ich. Oder? Ja, dort zurück zum Turm. Also, Basis. Ne? Versteht er. Ich glaube, da bin ich schneller. Oh, hier. Die Bauarbeiten. Kran können wir jetzt den Turm wieder aufbauen, Herr. Dieser Kran ist genau richtig. Eure Schergen öffnen das Verlies. Eine Mätresse. Seht es euch an. Es ist so wohltuend. Ihr könnt dort unten gegen so ziemlich alles kämpfen, sofern ihr es zuvor bereits einmal besiegt habt. Okay. Ach, halt doch die Klappe. Gnädiger, besänftiger, der knurrt. Mann. Okay. Ich sehe schon. Ich habe Wunder vollwirkt. Ein wenig beginnen die Arbeiten. Finde ich in Ordnung. Aber ich will erstmal zu den Menschen zurück.
Ja, Hügelland. Ich kann tatsächlich gar nicht so viele Teleports machen. Schade. Anscheinend ist dieser Held Wilfried tatsächlich gewachsen. Vor allem in die Breite. Aber sein Musikgeschmack ist wirklich eine Schande. Okay. Ich bin jetzt gleich wieder hier. Ich bin hier ganz hier oben. So, die anderen. Ah, okay. So, Leute, dann kommt mal mit. Wir haben einen etwas längeren Marsch vor uns. Kam jetzt etwas unerwartet, muss ich halt sagen. Aber wir sind ja gleich hier bei den Menschen. Ich glaube, die Menschen werden sich erstmal so freuen. Hey, wir haben Essen im Rauschigen Hicks. Das werden sie ungefähr sagen. Ihr habt uns befreit, danke. Nein, ich habe euch Essen gegeben. Ach, leck mich. Nein, 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 das... Die Halblinge fressen alles, was nicht festgenagelt ist. Ach was, sie fressen die Nägel einfach mit? Das klingt wirklich nach Halblingen, ja. Sag mal, hier? Nein, hier. Mach mal auf. Schloss Rauschigen wird belagert. Es brennt. Die Dämonen, sie kamen direkt aus der Luft. Die Frau sagte, wir sollen laufen. Also bin ich gelaufen. Und ich habe mich nach nichts und niemandem umgesehen. Auch nicht, als das Geschrei losging. Ich gehe garantiert nicht zurück. Okay, ich glaube, das ist etwas anderes. Findet mehr über mysteriöse Frau heraus. Dämonen also. Meine ärgsten Rivalen, Dämonen. Aber nicht, womit ich klarkomme. Diese Halblinge sind nur halb so groß. Dafür machen sie doppelt so viel Ärger. Eigentlich will ich gerade nur... Achso, da oben ist so ein Mana-Brunnen wieder. Fuck, ich wollte zu den Ort da wieder hin. Was haben wir hier? Nur ein toter Halbling ist ein guter Halbling. So viele mehrere Wege. Ihr und eure Kreaturen habt uns viel Arbeit erspart. Ich kann so viele Wege gehen. Ach, großer Gott, ey. Ach, großer Gott. Wo war denn jetzt der Weg? Traut keinem, der euch nur bis zu den Linden reicht. Redet mir einfach eindeutig zu viel. Das war doch gleich hier geradewegs durch, oder? Ihr habt uns befreit, danke. Sei ruhig. Ich bringe euch sonst noch alle um. Kürbis nach euch benennen. Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen oder angeekelt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Kürbis-Overlord. Da ist er, der Overlord der Kürbisse. Aber was sind seine Schergen? Kürbiskerne? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Genau, hier ist doch eigentlich das, wo ich hin wollte. Sieht so aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Beeilung, Meister! Das möchte ich nicht verpassen! Genau, das ist eigentlich doch der eigentliche Weg, den ich hier überhaupt gehen wollte. Und das mit dem Quartier, das war eigentlich ja so unerwartet, könnte man jetzt sagen. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch hin. Aber es sieht so aus. Oh, ja, 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 Kürbisse. Macht sie kaputt! Schön durchsparen. Oh ja. Weg mit den Kürbissen. Niemand will einen Kürbissaft. Der gehört mir. So. Da sind wir also nun am Ort des Geschehens. Sieht so aus, als ob Wilfried davonlaufen will. Nun ja, davon war schon. Eure Schergen sind ganz verzaubert. Das ist schon beeindruckend. Vielleicht sollten wir ein wenig bleiben und mitfeiern. Ich muss Wilfried töten. Oh, meine Füße, Meister. Ich kann nichts dagegen tun. Oh, ich tanze. Ich tanze. Schnell, tut doch etwas, Herr. Muss ich da jetzt hier wirklich Hand anlegen? Meine Wildlinge, meine Schergen, ich habe keine Kontrolle über sie. Das sind keine vernünftigen Schergen. Weg mit euch. Verdammte Kacke.
Ja. Hm. Ich bin fast tot. Ich will den Typen töten. Wieso kann ich das nicht machen? Das ist nicht gerade gut. Moment, ich hole mal ein paar neue. Das lief jetzt gar nicht so optimal. Ah. Ich hoffe, mit E ist das jetzt wesentlich besser. Aber noch so wenig Leben. Ich hoffe, ich fange jetzt nicht dann auch gleich wieder an zu tanzen. Weil ansonsten müsste ich... Ansonsten komme ich da noch nicht großartig weiter irgendwie, glaube ich. Zumindest habe ich jetzt gerade so das Gefühl, wenn die jetzt da wieder anfangen zu tanzen. Ist ja alles für umsonst. So. Nee, fangt jetzt wieder an zu tanzen. Die Guten sterben oft zu jung. Oh, wir werden diese Musik immer in unseren Herzen tragen. Schnappt sie euch. Ja, du gefällst mir schon mehr. Ihr könnt diesem Schmalzkübel folgen, wenn ihr das Rad repariert habt. Ja, wie immer. Blöder Rad. Was sind das viele? Sind, da kommen aber viele raus. Ah, ich bin fast tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, was haben wir hier? Perfekt! Zack, zack! Schaut sie euch! Kommt schon! Ich verliere mir ein paar Schergen, habe ich das Gefühl. So, kommt schon. Das muss jetzt. Das wird jetzt doch klappen. Bude unsicher. So. Folgt mir. Okay, und da rein da. Los. Alles unsicher machen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah, weg mit dir. Hey, Halblinge. Schlimmer als Spinnen. Sehr gut. Ich hab noch 12. Oh, da ist so ein Ding. Gut, und währenddessen könnt ihr mal hier die Bude stürmen. Sehr schön, gefällt mir. Verdammt, ach, jetzt hab ich... Ich hab nur noch 12. Wir gehen auch ein wenig so die... Keine Ahnung, was das sind, Seelen dafür aus. Ey, wo kommt ihr denn her? Nein, halt auf, meinen Schergen anzugreifen. Er hat eine Lebensaufgabe. Ihr könnt das nicht verstehen. Endlich mal, wo kam... Ah, da hinten. Da hinten. Scheiße. Gar nicht gesehen.
Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Ja, Schatz, ganz toll. Ihr sollt da reingehen. Ah! Ihr sollt das Gebäude stürmen. Sehr gut. Kommt ihr auch da hoch? Ja, kommt ihr. Jetzt geht der Kerl hoch. Ein paar von euch sind ja so schlau. Ein paar welche von euch nicht. So. Okay. Ich habe nur noch 15. Gott. Das wurde ganz schön wenig mittlerweile. Wo waren jetzt da hinten? Ich muss auch welche wieder opfern. Verdammt. Meine Schergen. Blapp, blapp. Okay. Alles für einen großen Zweck. Ich bin der Overlord. Ich muss es schaffen, diese Welt zu herrschen und zu vereinen. Ist doch meine Aufgabe, oder? Mir fehlt bloß einer noch von dieser Kurbel. Okay. Ja, er hat einen Schatz für mich. Nett, ganz nett. Und da komme ich. Irgendwo muss noch eine Kurve sein. Ich habe sie bestimmt wieder übersehen, den Weg dafür. Den habe ich definitiv übersehen. Na, was habe ich gesagt? Ist ja noch ein Weg, den war ich ja noch gar nicht. Und hier brennt. Warum brennt's hier? Ah! Mach die Viecher platt! Ihr seid nicht feuerfest, Meister. Lasst euch von den Roten helfen. Ihre Haut kann die Flammen absorbieren. Ich hab noch keine rote. Willst du mich eigentlich gerade ärgern, du Knitsch? Ich will eigentlich gerade nur das einsammeln. Achso, weil da liegt noch was. Ah. Will der mal bitte weitergehen? Oh. An die Korbe ran. Wie trägt er das vor allem seitlich? Willst du das nicht einfach irgendwie besser tragen? Ich meine, nichts gegen deine Arbeit. Ich bin ja sehr zufriedenstellend. Also das hätte man auch wesentlich schneller machen können. So, damit haben wir die Korbe vollständig. Und was uns da drinnen erwartet, ich krieg die Kamera nicht schön gedreht, sehen wir im nächsten Part von Overlord. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und auf Wiedersehen.